Tja, Freunde, was könnten wir heute mal unternehmen bei Fire Emblem Baumhäuser? Ja, so ungefähr zumindest. Ich dachte mir, überspringen, ja, da wäre eine Variante, aber ich dachte mir, ich könnte mal eure Tipps beherzigen und mich einfach mal ausruhen. Wir gehen mal ein bisschen schlafen. Und voll Energie! Das freut mich sehr. Methode, ich bestimme selbst. Wir unterrichten mal wieder. Unterricht beginnen, so Gruppenaufgaben, muss da vielleicht mal ein bisschen was anderes machen. Und zwar dachte ich mir so sicher mal Edelgard reinnehmen und jetzt ist die Frage eigentlich ja Hubert. Weil Hubert ist ja eigentlich vom Unterstützungslevel her am höher, also eigentlich weil er ihr direkter Diener sein sollte. Andererseits glaube ich hier mit Bernadetta wäre es auch nicht so schlecht, oder? So, macht ihr mal das. Ist die andere raus da, weil da hat es irgendwie sowieso nicht so gebracht. Entwicklungsziel, ah, seht, jetzt sind sie alle wieder ein bisschen happier drauf und so, ist doch auch schön. So. Entweder Fokus, ne, eigentlich, ja. Je nachdem natürlich, wa? Je nachdem. Ich glaube aber, ich bleibe noch ein bisschen so, wie ich gerade aktuell bin. Und guck einfach mal. So, die gute Edelgarte. Also, wir haben Aktivitätspunkte 4 Stück. Quatsch, kannst du mich auch noch? So, also, dann. Der Bogen, der Rest müsste ja eigentlich dann direkt mit dem generellen Level-Up dazukommen. Frag mich, ob das nicht war, weil ich habe mir irgendwie sagen lassen, jeder Charakter hat noch irgendwie so ein Secret-Wert. Ja, und der würde irgendwie ja passen, also trotzdem. Mit 3 Sternen und so, versteht ihr? Dann machen wir noch ein bisschen Bücher. Bitte, bitte. So, die ist bedient. Wir haben noch 3 Aktivitätspunkte. Mache ich bei ihr jetzt noch ein bisschen? Also, Magie muss noch nichts machen, da wird jetzt sowieso dazu kommen. Das finde ich ein bisschen seltsam. Und zwar wegen den 3 Sternen rechts, plus weil es eigentlich einer ihrer starken Werte wäre, wa? Schwachen Werte wäre, sorry. Ich habe gerade hier jetzt einen Magisterbonus. Ja, das war schon. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Perfekt, so. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, Magisterbonus bringt's halt, wa? So, jetzt habe ich noch 2. Ich kann also 2 noch upgraden. Bei ihr, ja, es ist eigentlich soweit schon ganz gut dabei, sage ich jetzt mal. Was wäre noch ein bisschen bei Edelgard doch noch, weil man so dachte. Ja, gibt es halt Magisterbonus und das zwar auch. Das weniger hier, ne? Autorität, wäre nicht so schlecht bei ihr. Und eigentlich Rüstung müsste sie auch mal ein bisschen was machen, hat sie ja eine Stärke drauf. Und so theoretisch. So, dann fehlt noch einen, dann wird doch mal. Ja, mach's mal bei Petra, weil Petra. Sie ist eigentlich schon sackstark, muss man ganz kurz zugeben. Bei ihr fehlt hingegen hier der. Ja, die 3 Sterne. Okay, ich guck mal. Ernsthaft? Ist natürlich jetzt nicht so meine Stärke, sage ich jetzt mal. Okay,
Ja, das war interessant. Ja, das hatte ich mir schon. Okay, Wochenunterricht, ganz normal also. Ich besiege Gegner lieber, ohne mir die Hände schmutzig zu machen. Warum sollte ich mich alles mit normalen Waffen abgeben? Ich kann ein großartiger Magienutzer werden, wenn ich mich auf die Vernunft konzentriere. Ja. Macht Sinn irgendwie. Nicht schlecht. Hat's gebracht, denke ich mal. Jo. Ah, fast. Bei Kaspar fast. Bei sogar beide. Helmspalter, krass. Jo. Jo, gefällt mir. Will man sagen, passt so, können wir machen. Edelgard hat Geburtstag. Zum Geburtstag, viel Glück. So, speichern jetzt ganz ehrlich, Freunde. Ich hätte wieder mal gerne so einen richtig fetten, nicen Kampf. Hm? Was sagt ihr dazu? Und zwar Aktivitätspunkte, aber kein Problem, den haben wir schon, oder? Ja, kann man gar nicht mehr auswählen. Kann man den Bergen, Lohnengold, Mineralien. Denke mal, ist zum Schmieden empfohlen Level 4. Zuerst machen wir den hier zuerst. Und ich würde sogar sagen, weil sie dann doch eher so eine Art, nicht Zeitquest, eine Art Zeitkampf ist, also gehört nicht zur Story selbst, sondern einfach halt für uns gut, sag ich jetzt mal so, dass er da halt die Animation rausnimmt, damit es ein bisschen flotter vorangeht. Weil sonst dauert das Let's Play echt noch 300 Parts. Kampf auf dem Plateau! Warte mal. Nee, jetzt auch nicht. Hä? Machen wir mal quatschen, die von selbst machen wir auch nicht, das ist total crazy. Alles klar, Einheiten. Kann ich mich nehmen? Alle. Sehr gut. Ich habe Türschlüssel, Thronschlüssel, Stallbogen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe es gerade rausgenommen. Nein, nicht gerade die beste Idee. Also, Items. Beim guten alten Michael. Also, Stahlbogen, wie gesagt, kann ich mir eigentlich noch sparen. So. Die Frage war auch generell mit den Waffen. Ist ja nur so, sag mal, eine Mini-Mission. Und deswegen eher noch ein bisschen darauf verzichten und uns die geilen Waffen noch ein bisschen aufsparen. Bei ihr, ich meine, sie können jetzt auch bessere Waffen tragen und führen, aber naja. So, dann auch tauschen können, aber egal. Da nicht mehr viel, aber gut, muss reichen fürs Erste. Er hat da den Bogen, sie hat auch so einen Bogen. Er meinte von wegen, dass er gar nicht irgendwie ja, einen Bogen braucht, weil er gar nicht mal die Hände schmutzig machen möchte und so. Hm, okay. Gut, ist sein Ding, wenn er das nicht möchte. Muss auch nicht, dann gebe ich ihr hier noch einen Stahlbogen. Ja, was könnte sie noch Fettes nehmen? Dann kann ich mal so. Schwert aber relativ wenige, wa? Vor allem geile. Hm. Dann wird ein Stahlschwert noch, aber okay. Bataillone sind, glaube ich, zum Teil schon zugewiesen, oder? Wir haben, glaube ich, ja, Kaspar hat auch einen. Sehr gut, sehr gut. Ja, passt schon. Kampftechniken. Nee, sind auch noch drei dabei, aber viel mehr hat sie auch nicht. Aber fast jeder, also Hubert, hat schon eine Kampftechnik. Also fast jeder. Fertigkeiten. Hat aber auch schon Autorität, da darf man nicht unterschätzen. Ausrüstung Klasse. Okay, warte mal noch. Schwert, Vernunft, ja eigentlich. Warte mal. Wenn er einen Bogen hat, den gar nicht möchte.
Kann ich ihn hier einfach rausnehmen, jemand anderem geben? Zum Beispiel. Nee, so geht's ihm doch nicht, wa? Tausch? Okay, kann zwar den Leuten die Dinger wegnehmen, aber anderen sie nicht zuweisen. Das ist auch mal seltsam. Was war das? Nahkonto. Okay. Da bin ich mal gespannt. Warte mal ganz kurz. Wir haben ja gesagt, Unterstützung. In die Quatschen? Nö. Systemoptionen. Schwierigkeitsgradkonditionen. Aus. Aus die Maus. So, nochmal speichern. Schlacht beginnen. So. Schurke, Schurke, Schurke. Wir sind die Schurken. Nehmen wir da noch ein bisschen was von den Dingern. Okay. Der hat da noch etwas Schönes. Sieht aus wie ein Siegel. Jo, passt, wa? Also. Wer von uns, eigentlich ja Edelgard, wa? Sie ist ja diejenige, die jetzt geil einstecken kann und so. Ich lass mich mal noch hier, weil ich bin nicht so sicher, ob die vielleicht von da noch kommen und das wäre ein bisschen schade. Die Musik ist geil. Bernadetta, die haut auch richtig drauf. Jo, glaube passt fürs Erste. Alter, das war's gekillt. So, wie sieht's denn aus, hm? Todesgeheuer. Okay, sie haut rein. Ach, mit sehen wir es halt nicht, weil ich dann Animation rausgenommen habe. Aber wir sehen sie schon noch. Einfach ein anderes Mal. Kann ich von ihr oder wäre zu schön gewesen, wa? Dann mach du doch mal hier Schweifschuss. Da ist jetzt halt die Frage, ohne Schweifschuss macht natürlich weniger Damage. Ja! So, Kasper, wie sieht's denn aus? Machst du hier ein bisschen Wieselflink? Weil Wieselflink ist man sehr Wieselflink. Oder wie oder was? Strategien könnte man eigentlich auch mal. Stimmt, bei ihm ist das ja anders, wa? Ist es jetzt irgendwie. Kein Plan, was hilft das jetzt? Was? Die motivieren sich einfach, oder? Okay. Das war schon so, als würden sie jetzt gegenseitig angreifen. Das wäre jetzt ein bisschen sehr crazy gewesen. Mit dem Übungsschwert könnte er sogar zweimal attackieren. Aber du musst kommen. Das hat keine Motivation. Keine Ding. Motivation vor allem. So, Edelgard. Alter, man kann es auch übertreiben, Kleines. Wobei, du könntest echt mal da ein bisschen ein Eisenschwert trainieren. So willst du trainieren. Alter, ist Edelgard stark. Ist leicht übertrieben, wenn das mal so anmerken darf. So, was machen wir mit euch zwei Hübschen?
Meine Quote, mit denen die mich treffen, die ist niedrig. Verdammt niedrig. 40%, ey. 35er nur. Aber wir wissen, wie es ist. Sie würden trotzdem treffen, ne? Wir kennen diese Typen, ja. Deswegen ich ziehe euch trotzdem mal ganz kurz zurück, weil es sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Das ist ein bisschen zu weit dorthin. Na, kann man machen was so. Ich positioniere dich da und du darfst nach oben hin. Ich denke, mit dem Eisenschwert machst du dir zum Ausweichen besseren Gefallen. So. Also wenn die jetzt mich angreifen, sind sie ja sowieso bescheuert. Ja, passt, passt. Er soll nur leveln. Gut, sehr gut. Nicht so gut. Kasper, Kasper, du machst mir ein bisschen Sorgen, Kumpel. Das war leicht besser. Muss mal ganz kurz gucken. Sind da noch irgendwie so ein Schweifschuss drauf, wa? Der müsste mitunter auch ziemlich wehtun. Jo. 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 Killt zwar nicht, aber tut schön weh. So. Alter. So, Kasper, was machst du hier für einen Quatsch? Ach, das wäre der Quatsch, ja? Das Strategien muss ich mal ein bisschen rausnehmen. Das ist nicht unbedingt das, was er haben sollte. Nee, machen wir es lieber so, komm. Er muss zweimal angreifen, tut doch scheiße. Oder, wie viel KP? Der hat 3. Der hat 3 KP, ich greife hier mit denen an. Hey, wieso kann ich jetzt nicht mehr... Ah doch. Ja, das reicht schon. Sehr gut. Mit seinen Fäustlingen, das gefällt mir. Dann Strategie. Wenn du gerade ein bisschen allein auf dich alleine gestellt bist. Leider. Und schwer könntest du zweimal. Alter, mit 90% trifft dich nie. Never ever. So. Haben wir jetzt nicht irgendwo noch ein paar Heiler? Doch. Purgativ. Ein gutes altes Purgativ. Ich habe dich vermisst. So, nicht allzu schlecht. Der ist also da. Hier fehlt noch einer. Die Frage ist... Die Frage ist... Hubert! Hast du Bock? Du hast Bock. Gib zu, du hast Bock. Du hast richtig Bock. Der hat Bock. Hp hat die. Da muss ich momentan nicht viel machen, wa? Das war nicht so klug. KP, Magie, Behendigkeit und Geschwindigkeit. Behendigkeit, ey. Wie kann man das nur so nennen? Ich weiß, wow. Ich mach nur wow, wow. Aber ziemlich weit.
So, Nosferatu, ich bin nicht so Fan von Nosferatu, ganz ehrlich, und deswegen Rückzug! Natürlich eigentlich im Waldring einmal so eine schlechte Idee ist, und so verstecken. So. Der Rest kommt sowieso nicht ganz so weit, glaube ich jetzt zumindest. Nee, dürfte eigentlich nicht. Was ich aber. Ja, wobei, sie hat natürlich nicht so viel Resistenz. Nee, 5, das ist mir ein bisschen zu wenig. Also da gegen Magier in den Kampf zu schicken. Nee, nee. Ja, du musst ja sowieso zurückziehen, Kumpel. Du musst ihn erstmal ein bisschen heilen lassen. Nochmal. Kleiner Kasper, ja, mach nicht so den Kasper. Du bist relativ viel resistent, gut viel, ist jetzt ist auch übertrieben. Also für viel Magic, wa? Also ich meine, bis die hier ankommen, die Typen, das dauert sowieso. Seht ihr dann doch gerne aus der Schussreichweite, genauso wie Hubert. Der Fröhliche. Kommt ja, okay, das könnte jetzt doof werden. Der kommt von oben und versucht zumindest, dann die von unten. Okay, okay. Jetzt wollen sie es aber langsam wissen, wa? Also irgendwie in der Lage sein soll, den allen auszuweichen. Sie hat ja so einen geilen Bogen, mit dem sie ein bisschen weiter schießen kann. Und er hält wirklich nicht viel aus. Sie kann halt nicht doppeln. Da wäre es schön gewesen, ein bisschen doppeln. Ich meine, Sinon muss halt Mike nochmal ran. Geil wäre schon, wenn sie treffen würde. Okay. Schade, noch keine Rettung drauf. Das wäre jetzt auch nicht schlecht. Ernsthaft, da fiel ihm gar nicht. Das ist natürlich schlecht. Es gibt eigentlich niemanden. Er können sie nicht erreichen, wa? Michael, du musst den Typen da irgendwie rausnehmen aus dem Spiel. So, die sind sowieso ein bisschen geschwächter. Das ist generell geschwächt sein, ist halt die Frage, überlebt sie alles, was da auf sie hinuntergeprasselt kommen könnte, oder haben sie gerade zum Tode verurteilt? Die Nacht auf sie los, oder? Sie hat halt nichts, war sie keine Resistenz, keine Verteidigung. Frage, wen greife ich an? Ich kann auch schon mal so weit schon mal ziemlich gut schwächen, oder kill ich echt erstmal den? Der ist ja Level 3, Freunde. Den hab ich eventuell auch noch vor mir, weil ich glaube, ich hätte mich lieber noch ein bisschen zurückziehen sollen. Weil jetzt stehe ich ziemlich dumm da, wenn ich das mal so sagen darf.
Man, wo soll ich mit dem großartig hin, um irgendwie was abzufangen, kann ich eigentlich vergessen. Ja klar, Langspeer hier und so, das ist für die Ralla, für die Ralla. Das geht schon, aber was mache ich gegen die Magietypen? Er geht da lang, er geht auf den. Der ist noch ein bisschen unentschlossen, wo er angreifen soll. Er geht auf ihn, der geht auf mich los. Oh je, Freunde, ich glaube, das schauen wir uns in der nächsten Folge an, wa? Bis dahin, bye bye!